Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Immer mehr Menschen ist es wichtig, dass Firmen nachhaltig arbeiten. Aus diesem Grund liefert die Salzburg AG auch zu 100% saubere Energie in jeden Haushalt hier bei uns in Salzburg. Außerdem haben wir Kolleginnen und Kollegen am Start, die sich um die Energieeffizienz kümmern, bei Ihnen zu Hause, aber auch im Betrieb. Die Energieberatung im Bundesland Salzburg ist ein Netzwerk, das von drei starken Partnern getragen wird: dem Land Salzburg, der Wirtschaftskammer und der Salzburg AG. Das Netzwerk besteht einerseits aus dem Umweltservice Salzburg, der Energieberatung Salzburg und der Energieberatung der Salzburg AG, die mit beiden Einrichtungen verzahnt ist. Die Energieberatung Salzburg bietet vor allem den Privathaushalten die Möglichkeit einer kostenlosen und produktneutralen Energieberatung an. Es gibt dann noch eine kleine Gruppe, dass wir auch für Gemeindeobjekte und für Institutionen zur Verfügung stehen. Aber überwiegend eben der private Bereich, das fängt an beim Einfamilienhaus, geht aber genauso in die Wohnung hinein. Wir haben in der Energieberatung verschiedene Möglichkeiten, die Beratung durchzuführen. Üblicherweise kommen unsere Leute vor Ort zu einer Vor-Ort-Energieberatung, aber Corona-bedingt haben wir auch die Möglichkeit der Energieberatung Smart ins Leben gerufen. Das heißt, man kann individuell mit der Beraterin oder mit dem Berater vereinbaren, eine digitale Beratung telefonisch mit Fotos, eventuell mit einem Videocall unterstützt durchzuführen. Der Begriff des Energieberaters ist kein geschützter Begriff, auch nicht gewerberechtlich. Wir haben österreichweit eine abgestimmte Ausbildung über die sogenannte ARGE-EBER, Arbeitsgemeinschaft Energieberaterinnen-Ausbildung. Die ist bei uns auch zwingender Mindeststandard, um sich im Beratungsteam zu bewerben. Das Besondere an der Ausbildung, sind mehrwöchige Kurse, ist eigentlich das, die Gewerke zwischen Haustechnik und der Gebäudehülle gemeinsam zu denken. Barbara Hirzberger, Architektin aus Salzburg, ist seit Sommer 2008 nebenberuflich auch Energieberaterin. Also die klassische Energieberatung, die erfolgt vor Ort. Man kommt hin, man macht sich ein Bild von der Gesamtsituation. Das heißt, wir schauen uns die Gebäudehülle an, wir schauen uns die Haustechnikanlage an. Optimalst gibt es schon einen Energieausweis oder sind die Pläne vorbereitet. Und aufgrund all dieser Unterlagen arbeiten wir dann ein Gesamtkonzept. Wir entwickeln quasi eine Vision, wo die Reise hingehen sollte. Und mitunter wird es dann auf realistische Umsetzungsschritte heruntergebrochen. Ob Neubauberatung, Schimmelberatung, Sanierungsberatung, Infos zur Photovoltaik, Photovoltaikanlagen oder ein einfacher Energiekostencheck. Keine Energieberatung ist wie die andere. Neben den technischen Fragen gibt es auch noch, und das ist natürlich ein Riesenthema gerade derzeit, die Förderfragen. Das Förderthema ist ein sehr großes. Es gibt derzeit sensationell gute Fördermöglichkeiten. Es ist auf jeden Fall für den Heizungstausch quasi der Ölkessel, also die Ölkesselherausforderung des Bundes und des Landes. Und sobald man in die Gebäudehülle geht, sprich dort irgendwas saniert, ist man in der Sanierungsförderung, der Wohnbauförderung, die sehr attraktiv ist im Moment. Die Nachfrage nach Energieberatung ist massiv gestiegen. Wir haben inzwischen Ende des ersten Quartals im Jahr 2021 fast 1200 durchgeführte Beratungen schon. Das ist absolut auf Rekordniveau und ungefähr 70% höher als im Vorjahr. Der Job als Energieberater oder Beraterin kann sowohl nebenberuflich als auch hauptberuflich ausgeführt werden. Also ich finde es einfach spannend, die große Bandbreite, die Auswahl an Beratungen. Jede Beratung ist anders und schön finde ich es immer wieder, wenn man den Kunden eben genau dort abholen kann, wo er steht und ihm wirklich einen Mehrwert liefern kann und eine Vision fürs Gesamtprojekt mitgeben kann. Wenn Sie sich für Themen rund um Energiesparen, Energieberatung oder den Job als Energieberater interessieren, klicken Sie einfach auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. Durch Corona hat sich viel verändert. So sind zum Beispiel viele Salzburgerinnen und Salzburger derzeit im Homeoffice. Und dass dort die Kosten nicht explodieren, nämlich die Energiekosten, haben wir die Energieberatung der Salzburg AG zu einem Kunden begleitet. Homeoffice, also das Arbeiten zu Hause statt im Büro, ist seit dem ersten Lockdown in aller Munde und wird auch viel genutzt. Dass es hier zu erwarteten, aber auch zum Teil unerwarteten Energieverbräuchen kommt, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Wo und wie wir hier auch sparen können, das sehen wir uns an. Silvia Aschenberger arbeitet seit gut einem Jahr im Homeoffice. Die Marketingmitarbeiterin eines großen Salzburger Unternehmens arbeitet vom Wohnzimmer aus und versucht, ihren Arbeitsplatz so praktisch und angenehm, aber auch so energieeffizient wie möglich zu gestalten.
Besonders wichtig sind für mich natürlich ein ordentlicher PC, der gut funktioniert. Ein zweiter Monitor ist auch ganz wesentlich. Und natürlich, weil ich sehr viel im Internet verschiedenste Programme habe, in Cloud-Lösungen und Co., ist natürlich auch die Internetverbindung sehr, sehr wesentlich. Also wie es der Name schon sagt, Homeoffice, man verlagert einen Teil der Arbeit aus dem Büro nach Hause und somit verlagert man natürlich einen Teil des Energieverbrauches nach Hause. Das ist einerseits der Stromverbrauch direkt für diese Bürogeräte, die jetzt zu Hause laufen, aber ein weiterer Energieverbrauch für Dinge, die man dann nutzt, weil man eben zu Hause ist. Also bei den Bürogeräten ist es nun mal so, dass ein Laptop gegenüber einem Computer mit Monitor immer sparsamer ist. Man muss aber auch wissen, hat man einen Laptop mit externem Monitor, und sowas kann durchaus notwendig sein, verbraucht halt dieser Monitor auch wieder zusätzlich Strom. Und als Faustformel, je größer der Monitor, umso höher sein Verbrauch. Und daher muss man sich einfach überlegen, was brauche ich denn wirklich? Also ich achte natürlich beim Sparen darauf, dass ich sparsame Geräte habe, dann, dass ich es natürlich immer ausschalte während der Nacht. Ich habe auch eine Steckerleiste mit Kippschalter, wo man die Stromzufuhr unterbinden kann. Und natürlich auch den Monitor in einen Ruhezustand in der Mittagspause. Also nicht den Bildschirmschoner, weil der verbraucht ja auch Energie, sondern den Ruhemodus. Durch die Verlagerung der Arbeit nach Hause ergeben sich aber auch zusätzliche Energiefresser, die mit dem Homeoffice an sich nicht unmittelbar etwas zu tun haben. Gestern haben wir die Stromabrechnung bekommen, also jetzt für das letzte Jahr. Und in unserem Haushalt war schon um 6%, dass der Stromverbrauch gestiegen ist. Natürlich ganz wesentlich ist der Stromverbrauch jetzt mit dem PC, mit dem Laptop, weil die natürlich da jetzt dranhängen. Dann natürlich die Beleuchtung ist auch wesentlich. Im Grunde kann ich so auch machen, indem ich das Tageslicht ausnutze, weil ja der Arbeitsplatz richtig zum Fenster gestellt ist, dass ich jetzt nicht immer das Licht einschalten muss. Wenn man sagt, beim Stromverbrauch kann es bis zu ca. 10% Mehrverbrauch sein, also wenn man bisher Stromrechnung gehabt hat von 700 Euro im Jahr, sind das 70 Euro mehr. Wenn man Strom und Wärme gemeinsam anschaut, können das an das 20% mehr sein. Man ist mehr zu Hause. Der Warmwasserverbrauch steigt plötzlich. Wenn man öfter zu Hause duscht oder badet, umso wichtiger ist das Duschen vor dem Baden. Und was auch ganz interessant ist, man ist zu Hause, man muss was essen. Also das Zuhause kochen braucht auch wieder Energie, Strom. Daher muss man auch da mit einem Mehrverbrauch rechnen und das schmutzige Geschirr gehört gewaschen. Sprich, man hat also aus der Ecke natürlich auch einen kleinen Mehrverbrauch. Also all diese Dinge sind dann einfach, die da mit einspülen, dass der Energieverbrauch zu Hause steigt. Auch wenn man sich im Homeoffice zum Beispiel Arbeitswege erspart, steigt der Stromverbrauch. Unser Energieexperte hat hier noch einige wichtige Tipps. Also wenn man eine Photovoltaik zu Hause in Verwendung hat, hat man das Glück, jetzt kann man mehr von dem Strom direkt nutzen. Ist ein Vorteil. Es ist so, bei der IT-Ausstattung sollte man wirklich überlegen, was brauche ich wirklich und was von diesen Zusatzgeräten, Drucker, Fax, Scanner, wenn man sie braucht, nur dann einschalten, wenn man sie ja wirklich verwendet, dann wieder ausschalten. Wenn es möglich ist, Internet braucht man, sie mit einem Kabelanschluss das Internet zu verwenden und nicht mit WLAN, dann kann man sie den Router sparen. Nachdem man mehr zu Hause ist, ist natürlich Licht auch mehr gebraucht. Umso wichtiger sind jetzt die LEDs, die zu verwenden und einzusetzen. Und heizen ja, weil es wird sonst kalt, aber nicht überheizen. Erstens macht es müde, zweitens treibt es den Verbrauch nach oben. Und natürlich Dinge, die sonst auch gelten. Stoßlüften statt Kippen ist ein Thema, Zugluft vermeiden ist ein Thema. Also all diese Dinge, die man sonst auch macht, sollte man auch da beherzigen. Wenn Sie sich für Infos rund um die Themen Energiesparen und Energieeffizienz interessieren, klicken Sie doch einfach auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. Wenn wir schon in den eigenen vier Wänden sind, dann wechseln wir jetzt hinauf auf das Hausdach zur Photovoltaikanlage, denn nach wie vor gibt es hier viele Mythen, Fragen, aber auch Antworten. Eine PV-Anlage bringt viele Vorteile mit sich. Man wird zum eigenen Stromproduzenten und kann seinen direkten erzeugten Strom selber verbrauchen. Dadurch muss weniger Strom aus dem Netz bezogen werden. Das spart nicht nur Energiekosten, sondern auch Netzkosten und andere Abgaben. Eine Möglichkeit ist auch, seinen überschüssigen Strom in eine Speicherbatterie zu laden. Die Batterie speichert den Strom, den Sie gerade nicht benötigen, und stellt ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung. Es gibt verschiedene Arten von Speicher. Meistens sind diese ausgelegt aufs Tagesspeicher, das heißt am Tag befüllen, abends und in der Nacht verbrauchen. Also herausgenommen wird dann ein Teil der Energie am Morgen, da die PV-Anlage noch nicht so viel Strom liefert, um den kompletten Verbrauch im Haushalt abzudecken. Tagsüber produziert die PV-Anlage den meisten Sonnenstrom. In den meisten Fällen ist tagsüber niemand zu Hause und somit kann der überschüssige Strom gespeichert werden. Am Abend ist der Stromverbrauch am Höhepunkt, während die PV-Anlage noch keinen Strom mehr liefert.
Jetzt wird ein Teil des Stroms vom Speicher verwendet, um den Bedarf im Haushalt abzudecken. Wenn auch Sie Worldchanger werden wollen, dann melden Sie sich ganz einfach bei der Energieberatung der Salzburg AG. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich freue mich auf die nächste Sendung in Kürze.